Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Zelda Tuesday. Eine Woche ist um, das bedeutet, es ist Zelda Time. Ja, im letzten Part haben wir von Thelma einen Brief bekommen, sind damit zu oben zu Raffla, wo ist er denn? Da oben zu Raffla gelaufen, der hat uns eine Notiz gegeben, damit uns der liebe, ich glaube Tobi, hier weiterhilft. Ich habe natürlich auch noch offscreen einiges gemacht, wie ihr sehen könnt, haben wir 10 Herzen. Uns fehlt auch, glaube ich, nur noch ein Herzteil, dann kriegen wir wieder einen weiteren Herzcontainer. Und für die Insektenliebhaber natürlich habe ich schon mal angefangen. Natürlich Geistersehen habe ich auch offscreen ein paar geholt, Stempel. Aber für die Insektenliebhaber unter euch habe ich schon mal hier ein paar schöne Insekten gesammelt. Na gut, ich würde sagen, fangen wir an. Wo haben wir das denn? Und zwar muss ich gestehen, ich habe jetzt die letzten zwei Parts, die ich aufgenommen hatte, ich habe die aufgenommen. Und, also ich war schon ein bisschen weiter, so zwei Parts, weiß nicht, eine Stunde. Und war auch schon im nächsten Dungeon, habe noch nicht viel von dem gesehen. Und dann merke ich, scheiße, der Ton funktioniert gar nicht. Also mein Ton vom Mikro funktioniert nicht. Und ich war noch nie so froh, dass ich nicht abgespeichert habe. Weil sonst hätte ich das nachkommentieren müssen. Und oder nochmal komplett neu anfangen, weil darauf hätte ich überhaupt keinen Bock gehabt. Und ja. Okay, was hast du mir zu sagen? Beziehungsweise hier hast du deine Notiz. Ha, das ist doch vom alten Raffla. Pa, dem alten kann man einfach nicht widersprechen, oder? Oase, ja? Da kann man wohl nichts machen. Na gut, dann bereiten wir dich mal für den Sonderflug vor. Also gut, den Flugpreis bekommst du diesmal erlassen. Was ist? Soll's losgehen? Natürlich. Na gut, aber einen Freiflug bekommst du nur. Nur einen diesmal. Also gut, auf geht's. Haben wir 10 Rubine gespart. Die 10 Rubine hätte ich ihnen aber auch so gegeben. Wobei, ich habe, glaube ich, gerade mal 6 oder so. Ja, ausgehen hier manche Herzteile, bei einigen musste ich nachschauen natürlich, aber zum größten Teil habe ich das schon, die Orte, die auffällig waren, natürlich selber hinbekommen. Und das Ekelige war halt, ich musste insgesamt 2000 Rubine offscreen farmen. Das war so ekelhaft. Aber gut, das gehört zum Spiel, nehme ich auch dazu. Torti, warte. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Erinnerst du dich noch, was uns der Lichtgeist über den Schattenkristall erzählt hat? Was meinst du, was aus den Leuten geworden ist, die mit ihrer Magie das Heilige Reich beherrschen wollten? Sieht so aus, sie sind aus Hyrule vertrieben worden. Unsere Göttinnen haben sie an einen geheimen Ort verbannt. Der Ort ihrer Verbannung war das genaue Gegenteil von diesem Hyrule. Es war eine düstere Welt, in der nie die Sonne scheint. Von dieser Welt, voll Schatten aus, war es unmöglich, die Welt des Lichts zu erreichen. Und den Wesen jenen Schattenreichs war es auch gar nicht erlaubt, in die Lichtwelt zurückzukehren. Sie waren dazu verflucht, als Schatten von Hyrule auf ewig in der Dunkelheit zu leben. Das ist die Geschichte des Schattenvolkes. So wird sie bei uns überliefert. Jetzt ist dir klar, was oder wer ich bin. Ja, ein Nachfahre des Schattenvolkes und, ja. Jawohl, ich bin ein Nachfahre der Verbannten. Seit vielen Generationen schon leben wir im Schattenreich. Aber als Zanto die Macht im Schattenreich an sich riss, wurden wir alle in Wesen der Finsternis verwandelt. Er verfügt über riesige Kräfte, die stärker waren als die Magie unseres Volkes. Und ohne die Hilfe dieser Kräfte konnten wir das Schattenreich nicht mehr betreten.
Aber eine der Legenden meines Volkes erzählt eine interessante Geschichte. Und zwar ist zwar verboten, in die alte Heimat zurückzukehren, aber ein Weg blieb offen, der Schatten und Licht verbindet. Man sagt, dieser Weg führe über jenen Schattenspiegel. Und die Göttinnen vertrauten ihm, den Wächtern von Hyrule, an. Nun, Santo ist mit Sicherheit irgendwo im Schattenreich. Du wirst ihn doch sicher mit mir zusammen suchen, oder? Ja, wenn du uns so lieb drum bittest, müssen wir es ja machen, ne? Aber als erstes müssen wir zum Dungeon kommen. Und zwar in der Wolfgestalt sind wir natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Und da ist eine Truhe. Aber nur eine kleine. Wo kommen wir denn nochmal rüber? Da vorne. Sind das Mini-Moldoras? Sind aus wie Mini-Moldoras. Was? Wir respawnen hier? Ja, moin. Na gut, dann gehen wir erstmal instant geradeaus. Hurra! Vorne haben wir doch was. So, mein Freund. Ja, ein bisschen zu hoch. Dankeschön. Oh, voll ins Face. Oder? Ja, natürlich. Aber nur eine kleine Truhe. Lohnt sich das? Hat sich das gelohnt? Und zwar nicht. Oh ja. So, wir müssen jetzt nämlich erstmal hier durch. Auf geht's, Schweini! Ah ja, und ich habe offscreen natürlich auch, eine Geisterseele. Ein bisschen an den okkulten Künsten weitergearbeitet. Insgesamt gibt es noch 3 Stück, glaube ich, die wir erlernen müssen. Ich
hoffe, ich habe den Helmspalter noch drauf. Ja. Ja. So, das war der Helmspalter, den ich das letzte Mal gelernt hatte, also offscreen. Die fünfte okkulte Kunst. Fehlen noch, glaube ich, zwei, oder? Ja. Und die Geisterseele da hinten hätte ich gerne. Na komm! Wo geht's, Link? Hol ihn dir. Lass mal weg hier. Wir müssen hier weiter, ne? Ja. Hier brauchen wir wieder unseren Link. Ein Trüchen mit Fäulen, okay. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte mal schauen. Nee. Warum kann man die denn hier verschieben? Das muss doch Sinn machen. Oder nicht? Aber anscheinend nicht, okay. Sich auch ranschleichen. Aber beim letzten Mal, wo ich das gezockt habe, oder beim letzten Part, wo ich aufgenommen habe, bin ich instant durchgelaufen. Wo ging es denn hier weiter? Ah, hier. Ist ja einfacher als gedacht. Ja, jetzt hat mich einer gesehen. Jetzt ruft er seine Kumpanen. Glitzert so komisch. Ah, du hast den Schlüssel, mein Freund. Dankeschön.
Und hier gibt es übrigens noch ein Herzteil drin, ne? Damit hätten wir einen weiteren Herzcontainer. Fuffi, na ja, damit. Jetzt kommen wir nämlich hier rein. Und natürlich geht die Tür mal wieder zu. Aber was haben wir denn da in der Ecke? Unseren lieben Ogerhäuptling. Oder Häuptling der Oger wieder. Oh, das arme Wildschwein. Aber er lernt es nie, ne? Ah, das schätzen dürfen wir ihn nicht. Na komm, greif an. Also der ist eigentlich ganz easy. Und wir lassen ihn. Jawohl, guck mal, wir lassen dich am Leben. Er hat wahrscheinlich so gesagt, ja, beim nächsten Mal mache ich dich fertig oder so. Auf seiner Sprache, auf seiner Ogersprache. Hätten wir ihn doch mal getötet. Denn jetzt fällt er uns in den Rücken. Und zündet alles an. Obwohl, gebratenes Wildschwein schmeckt bestimmt auch ganz gut. Da wären wir schon mal beim Dungeon. Ja. Achso, hier können wir übrigens wieder absteigen. Und ich würde gerne zu Wolfling, weil da oben habe ich eine Geisterseele. Erspäht. Komm her! Ist die nächste Geisterseele. Schön. Die habe ich ausgehend natürlich auch ein paar gefarmt, genauso wie Hylia, Stempel. Ah, natürlich. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Zum Mensch bitte. Hier müssten 50 Robine drin sein, oder? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in den Dungeon. Beziehungsweise, ja, Wüstenburg. Ich hasse diese Mini-Moldoras.
verfolgen die Minimoldoras mich noch? Natürlich. Die sind ganz schön nervig. Und hier haben wir eine neue Gegnerklasse. Was? Die kommen auch hier hin? Ach komm. Rock. Damit wäre der Weg für den Dungeon frei. Eigentlich ganz easy. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt kommen nämlich so kleine Käferchen. Die fügen mir zwar keinen Schaden zu, aber die machen mich sau langsam. Wenn sie uns hier schon Lampenöl hinstellen, denke ich mal, dass wir es auf jeden Fall brauchen werden. Dann versammeln wir mal alle. Komm zu Papa. Hört sich voll wie Vögel an, die um Hilfe rufen. Euch Dudes ignorieren wir mal. Wir wollen nämlich weiter. Sieht nach Geisterseelen aus. Natürlich. Ich denke mal, dass wir zum Wolf werden müssen. Ja. Jetzt aber. Und die zählen auch tatsächlich zu den Geisterseelen dazu. Na komm, flieg, kleine Seele, flieg. In Zelda Breath of the Wild gibt es ja auch so ein blaues Feuer. Naja, ich glaube auch oft bei den, um die Chica, um die Chica-Werkzeuge und so zu aktivieren. Sind das eventuell Seelen? Ich weiß es nicht, lieber Entwickler. Aber wäre schön, wenn ihr mir das mal sagen könntet. Einmal wühlen. Einmal zum Mensch werden.
Ah, ich musste ja gedrückt halten. Und es gibt hier eine Gegnerklasse, die ich absolut nicht ausstehen kann. Kommt bestimmt gleich, oder? Weil ich versuche zumindest so schnell wie möglich im Part hier voranzukommen. Dass wir, ja, dass es auch für mich dann wieder blind ist. Also ich sage euch schon Bescheid, ab wann es wieder blind ist. Da ist sie. Ich hasse diese Gegnerklasse. Warten wir. Aber die geben gut Rubine. Wir haben 20 Rubine. Und dass wir hier mal einen kleinen Schlüssel drin haben, hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. Das sind ja sonst immer andere Truhen gewesen, ne? Ich hätte gerne ein paar Herzen. Oh, Pfeile. Okay. Das heißt, wir gehen hier wieder aus dem Raum raus. Oh, ah, andersrum, natürlich. Hau rein, Link! Oh, stimmt ja. Hier haben wir nämlich noch zwei Truhen. Das müsste die ein Herzteil sein, genau. Und hier kommen wir jetzt nur mit Wolfling wieder weg. Und hier haben wir auch noch nämlich was. Wiedersehen. So, einmal wieder zum Menschen. Hier gibt es nämlich die Dungeon-Karte. Dungeon-Karte. Ja, die Dungeon-Karte. Oh, komm, komm. Hier kommen wir noch nicht lang. Ich würde noch gerne schnell den einen Raum fertig machen. War das hier? Ich glaube schon. Ja. Den Raum würde ich nochmal ganz schnell machen. Versuche mich auch zu beeilen. Zack, zack. So, noch ein Stück, noch ein Stück. So sieht gut aus. So sieht gut aus. Jetzt müssen wir nämlich einmal hier nach oben und jumpen. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Und ziehen.
Schwibitzki, Schibitzki. Oh Gott. Aha. Und natürlich ist hier eine Mumie. Aber in Ägypten, war das nicht so in Ägypten, dass die das Gehirn aus der Nase rausgeholt haben mit so einem Ding? Ich weiß es nicht. Achso, ich wollte euch ja noch einmal hier zeigen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ebenen, wie ihr sehen könnt. Na gut, dann würde ich sagen, hier setzen wir mal einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Zelda Tuesday wieder. Bis dann.